Moin Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo von mir, euren Gamer mit Bauch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich habe heute für euch Hotel Renovator aus dem Hause True Horizons. Die Entwickler haben sich das erste Mal an so einen Titel rangemacht und wie ihr es bereits schon im Hintergrund seht, es geht darum, ein Hotel zu renovieren und auch zu leiten. Das ist das Besondere. Ein kleines, besonderes Gameplay, was ja zuerst so ein bisschen zurückgesteckt wird. Ich stelle das Spiel hier in der Version 1.015 vor der Release-Version. Der Release des Spiels ist der 7. März. Ja. Schaut einfach unten in die Beschreibung rein, da habe ich euch ein paar Daten zurechtgelegt zu diesem Spiel. Was besitzt das Spiel in Kürze? Wir haben hier einen Story-Modus und einen Sandkasten-Modus. Die beiden unterscheiden eigentlich nicht wirklich viel, abgesehen davon, dass man im Story-Modus an die Sachen rangeführt wird. Im Sandkasten-Modus stehen wir einfach im Foyer und fangen an, einfach alles umzubauen, was geht. Ich habe mir überlegt für euch, nach dem normalen Prozedere, was ich immer mit euch mache, gehen wir einfach mal in meinem Sandbox-Modus rein, sondern Sandkasten-Modus, wie sie es hier nennen. Und ja, da werden wir ein bisschen rumwerschen und wir werden zusammen ein Zimmer herrichten und mal gucken, ob es vielleicht den aktuellen immer noch diesen einen Fehler gibt, der mich daran hindert, im Story-Mode voranzukommen. Ihr seht, die Übersetzung ist auch noch nicht hundertprozentig. Wie gesagt, es gab noch keinen Major-Patch, der wird noch kommen. Ich hoffe, direkt zum Release. Und ja, wie gesagt, nehmt es jetzt nicht so ernst. Die Entwickler haben bereits schon kundgegeben, es kommt ein Major-Patch, der ist in der Mache und wie gesagt, soll zum Release online gehen. Gucken wir mal ganz kurz in den Optionen rein. Das Spiel hat jetzt nicht allzu viele Sachen parat. Wir haben hier die Sprache, Objekte hervorheben und. Wir haben dann den Ton selber, auch ganz easy. Bildschirmeinstellungen, auch sehr einfach gehalten, wie ihr es haben könnt. Dann Grafik hat man jetzt seit dem letzten Update tatsächlich Beispielbilder noch hinzugefügt. Hier, wie man, was passiert, wenn man die Sachen so runterschraubt. Qualität der Kantenglättung oder hier Effekte. Ganz cool durchdacht. Bewegungsunschärfe, Blooming, skalierte Auflösung. Könnt ihr alles vornehmen. Die Steuerung ist auch recht einfach. Es gibt auch wirklich nicht viele Steuerungselemente. Das sind alle, die ihr bestücken könnt. Jetzt wirkt es natürlich auf den ersten Blick ein bisschen billig. Ist es aber nicht. Das ist das Lustige daran. True Horizons haben es echt geschafft, ein Spiel auf die Beine zu stellen, das grafisch wirklich doch sehr gut aussieht. Und an Möglichkeiten kann sich House Flipper noch eine kleine Scheibe von abschneiden. Fast wieder im Faden verloren. Gehen wir in den Sandkastenmodus. Wo ich das hier gerade sehe, das hier sind die Gäste und das ist hier unser Geld. Der Sandbox-Modus, ich sagte es bereits, unterscheidet sich von der Story wie hier nicht sonderlich viel. Und zwar werden wir hier so ein bisschen mehr rangeführt. Es sind viele Bereiche noch geschlossen, die wir im Sandkastenmodus doch betreten können, zum Beispiel wie die Kantine. Die Kantine ist im Einzelspieler, habe ich gesehen, beziehungsweise in der Story nicht verfügbar. Wir fangen eigentlich gleich direkt an, überspringen das Foyer und gehen gleich zum ersten Zimmer. Hauptsache, das Zimmer ist sauber und hergerichtet, damit der erste Gast kommen kann. Aber das Foyer sieht aus wie eine Rumpelkammer. Unendlich Geld hat man bei beiden nicht. Und auch sonst, die Einstellungen sind bei beiden recht gleich. Nur, dass man im Sandkastenmodus nicht mehr viele Sachen freischalten muss. Viele Elemente wie Vorschlaghammer oder wie ein Staubsauger sind schon vorhanden. Einfach und easy. Das muss man sich erst im Story-Mode erspielen. So, dann gehen wir mal ran da an die Wurst. Ja, was gibt es denn noch Großes zu erzählen? Eigentlich nicht wirklich viel. Hotel Renovator glänzt vor allen Dingen mit den vielen Möglichkeiten der Gestaltung selber. Ist schwer zu sagen, jemand, der zum Beispiel House Flipper gespielt hat oder so, der wird natürlich recht hohe Ansprüche an dieses Spiel stellen. Aber ich kann euch versprechen, das gibt sich. So, wie gesagt, ich nehme euch gleich mal mit in meine Totalrenovierung. Ich habe gesagt, okay, bevor ich jetzt erstmal anfange, hier die
die Leute erstmal einzuladen, mache ich erstmal, ja, Totalzerstörung meines Flurs im ersten Stockwerk. Das Foyer ist schon hergerichtet. Unten die Rezeption kann ich noch nicht ändern. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ein Start eigentlich aussieht, denn da könnt ihr dann zwischen vier Rezeptionisten wählen. Ja, ich habe mich hier für die junge Dame entschieden. Im Steuermodus ist es der Roboter. Es gibt hier Sammelobjekte wie Eier, goldene Eier. Und im Singleplayer, da fangt ihr tatsächlich am Anfang ein Huhn ein, was da oben so rumrennt. So, jetzt muss er erstmal hier die Texturen laden. Was ich jetzt gerade so ein bisschen. Ah ja, so, der Teppichboden ist geladen. Die Wände. Das sieht nicht so gut aus. Habe ich da irgendwas verpasst? So, hier sollte eigentlich der Aufenthaltsraum werden, aber das kommt noch alles. Oben rechts sehen wir für den Bereich die entsprechenden abgeschlossenen Einheiten. Hier ist noch nicht alles absolviert. 24 von 100%, 41 von 100%. Wie es hier in dem Hinterraum aussieht, habe ich auch ein bisschen aufgeräumt. Hier haben wir zum Beispiel das Equipment, was mir zur Verfügung steht. Alternativ mit Rechtsklick kann ich diese Sachen auch auswählen. Gehen wir mal ganz kurz, ja, dazu. Hier haben wir meine kleine Abrisshilfe. Damit kann man hier zum Beispiel die Heizung kaputt machen, wenn man die Vorhänge nicht mehr haben will. Die Vorhänge, also die Wand selber kann man abreißen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie war denn das eigentlich? Ich konnte doch die auch zwischen wechseln. Cleaner, hier haben wir den Besen. Und hier ist der Staubsauger. Der Staubsauger ist eine einfache Variante. Ihr müsst übrigens gedrückt halten, um die Aktion auszuführen. Nur kurz gedrückt halten. So, hier ist der Hammer. Der ist freigeschaltet, genau. Den würde ich auch gerne. Gehört ihr auch gerne nehmen. Aha, hier haben wir ihn. Nice. Der Unterschied zwischen beiden seht ihr jetzt hier bereits schon mal an meiner Wand. Wenn ich jetzt hier gegenklicke, ihr könnt es auch machen, das sage ich Testbereich. Dann haben wir nur einen. Jetzt kommt die Besonderheit der Spielmechanik. Wenn ich gedrückt halte, holt er nicht nur aus, sondern der Abrissbereich wird größer. Das ist jetzt das Maximum, was er haben kann. Zack. Finde ich total praktisch, wirklich geil. Und wenn wir jetzt das jetzt im Vergleich die Wand angucken und ich nehme jetzt den Vorschlaghammer, dann seht ihr, der hat den ganzen Bereich markiert. Also der ist deutlich effizienter, braucht aber auch nicht ausschwingen. Ups. Ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Shit happens, dann. Jo. Ihr könnt auch kurz einmal drauf tippen, saugt da hin und her. So. Und dann kann ich auch gleich mal eine Bodenfunktion zeigen. Böden. Es gibt verschiedene. Insgesamt vier. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl. Teppiche. Andere sind so Spezialversionen. Hier zum Beispiel Gras. Mit Tabulator kommen wir dann auf die. Ja, auf die separate Funktion. Wir machen es einfach mal. Gras. So. So, dann zeichnen wir einfach mal hier schön an. So. Da, 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 da. Die Zahlen darüber sind übrigens die Kosten, die entstehen. So. Zack. Und jetzt wird der Boden belegt. Ganz wichtig, was man auch ein bisschen übersehen kann, weil es nicht angezeigt wird, dass ich es auswähle, ist der Werkzeugmodus unten, Q und E. Wenn ich jetzt auf E drücke, dann wird er den ganzen markierten Bereich, den ganzen Bereich machen. Wenn ich es weglasse, kann ich wieder einzeln machen. Also ich will aber den ganzen Bereich machen. Zack, dann lasse ich ihn den ganzen Bereich machen und er belegt den Boden einfach von alleine. Und schon haben wir hier einen schönen Rasen. Natürlich geht das weiter auch mit den Kacheln. Ja, wir können uns das mal ganz kurz angucken hier.
Da sind ganz coole Sachen dabei, eigentlich für die Kreativität. Es ist kaum wirklich eine Grenze gesetzt. Also ihr habt gefühlt zigtausend Farben, die ihr einsetzen könnt. Das ist einfach hardcore. Also sowas habe ich eigentlich auch noch nicht gesehen, dass man so viele Sachen reinbauen kann. Und das geht weiter mit den Objekten, es geht weiter mit den Wänden. Ja, wenn wir uns jetzt hier mal die Wand ansehen, wir cleanen mal die Wand hier. Ist ja mein kleines Testfeld. Gehen wir zu den Wänden. Dann können wir hier zum Beispiel einmal nur streichen. Wir können Tapetenmotive. Sind ganz coole Tapetenmotive dabei. Weltraum zum Beispiel. Ich gehe mal auf den Füllmodus. Die ganze Seite füllen. Die Spinnwebe ist übrigens ein Objekt zum kaputt machen. Seht ihr? Müsst ihr auch einzeln kaputt machen. So eine Spinnwebe. Aber die Motive sind wirklich cool geworden. Also muss man ehrlich sagen, das sind richtig geile Teile dabei. Ich habe tatsächlich im Singleplayer einen Raum gemacht, nur mit Wasserwesen. Saugeil. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Und dann hat man nicht nur diese eine Variante, sondern hat man noch zig verschiedene Farbvarianten, um das dann nochmal so ein bisschen rauszuholen hier. Wer es ein bisschen kreativer mag, der hat dann hier auch noch so zigtausend Farben. Es ist einfach nur der Hammer. Einfach nur der Hammer. Ich hoffe nur, dass die Entwickler diese das Fehlerpackage, was sie momentan noch haben, auch demnächst mal rauspatchen. Wie gesagt, dieser Singleplayer-Fehler, den ich habe, dass ich nicht weiterkomme, er sagt, ich soll meinen Raum abschließen und Leertaste drücken. Drücke Leertaste, es passiert aber nichts. Er lässt mich nicht weiter und das ist ein bisschen frustrierend, sogar ein bisschen ärgerlich, finde ich. Und dann kommt man so nicht weiter. Aber das Problem habe nicht nur ich alleine, sondern haben auch schon ein, zwei weitere Spieler schon im Forum kundgetan. Ich hoffe, die werden das jetzt zeitnah noch patchen, weil an und für sich super geil. Ja, dann nehmen wir mal diese Gold-Variante und ich mache mal die hier wieder dasselbe, ne? Wir haben Einzelfüllfunktion oder Vollfüllfunktion. Beziehungsweise, was ist das jetzt? Hat er die jetzt übernommen? Nein, hat er nicht. Steht zu weit weg. Nee, macht er hier nicht. Okay, dann muss ich per Hand selber. Irgendwas blockiert gerade. Keramik kann er auch nicht ansetzen. Das habe ich jetzt wieder für Scheiße gebaut. Ich nehme mal den Besen. Das ist besser. Beim Besen, wie gesagt, auch dasselbe. Je doller ich gedrückt halte, desto größer ist der Bereich zum Fegen. So. Böden haben wir nicht. Wir haben Wände. So. Ah, jetzt haben wir die Kacheln. Ah. Das war nicht das, was ich haben wollte. Aber egal. Übrigens, drüber klatschen geht nicht. Das war das Problem. Wahrscheinlich war jetzt gerade irgendwo eine Ecke, die dann. Ach so! Der Schutt auf dem Boden hat wahrscheinlich blockiert. Das kann sein. Das ist übrigens auch möglich. Also, ihr solltet schon vorher den Boden und die Reste schon beseitigen. So. Und alternativ kann ich. Ihr könnt nicht drüber malern, sage ich mal so. Ne? Also, ihr müsst vorher das abreißen und komplett neu machen. Gut, um den Raum kümmern wir uns ganz später. Hä? Wie im verkehrten Film? Einfaches Design. Jetzt sagt er mir, der Raum hier ist fertig. Jetzt kann ich ihn sogar einrichten. Die Lobby einrichten. Ich hatte mit euch eigentlich was anderes vorgehabt. Erstmal möchte ich aber dann doch nochmal das mit der Wand fertig machen. Ne, das zählt, glaube ich, zu Fliesen, wenn ich das richtig. Auch nicht. Nee, das zählt nicht dazu. Böden. Auch nicht. Ach nee, Quark. Habe ich gerade vergessen. Darauf müsst ihr auch achten. Ihr könnt Sachen über Kopf, könnt ihr nur streichen. habe ich gerade wieder vergessen. So, zack, ist gestrichen. Über Kopf Sachen könnt ihr nur streichen. Oh, es regnet. Wie geil ist das denn?
Ist mir noch nicht aufgefallen. Also es gibt Tag- und Nachtwechsel, weil ihr oben links ja auch die Uhrzeit habt. Wetterfunktion ist mir auch neu. Aber ist cool. Wie geil ist das denn bitte? Okay. Komm, wir machen erstmal oben fertig und dann können wir uns immer noch um die Inneneinrichtung kümmern. Ich wollte es ja eigentlich nicht so ausschweifend lassen für euch. So, hier oben, ihr wisst, ihr habt bereits gesehen, ich habe hier mächtig zugelangt. Jetzt machen wir hier erstmal klar Schiff. Gänge sauber machen hier. Schön wegfegen. Jetzt zeige ich mal jetzt. Zack. So ein bisschen Schwung holen hier. Zack. Weg damit. So. Damit das Feuer wenigstens einigermaßen aussieht. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt erstmal hier so ein bisschen das Wandstyling weiter. Zumindest bis zum Aufzug. Jede Tür lässt sich übrigens hier öffnen in dem Stockwerk und fast alles. Oh, hier ist ja Staub drin. Boah, muss wieder zumachen. Gott, 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 Gott. Genauso schlimm hier. Ja. Was? Nee. Nee, 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 nee. So, jetzt ist es draußen wieder dunkler. Ich wollte jetzt die Wände nochmal schnell fertig machen mit einer Beklebung. Ich glaube, das war die Wanddekoration. Nee. Die auch nicht. Das war für die Unterkante. Das war meine. So. Es gibt noch ein kleines Problem, was ich nochmal erklären möchte oder angeben möchte. Ihr könnt leider Sachen wie, also Auswahlsachen, wie ich sie jetzt habe zum Beispiel, könnt ihr nicht kopieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt natürlich ein anderes Motiv wähle, werde ich das erstmal in der Hand haben. Ich kann aber nicht sagen, okay, ich möchte das Motiv jetzt nochmal haben. Dann muss ich dasselbe Setting nochmal neu einstellen. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte man auch einfacher machen können. So, dann wollen wir mal bei den Böden noch was machen. Holzfußboden. Ja, komm, wir machen es ein bisschen edler. Das sieht auch nice aus. Aber ich mag es eher alles so ein bisschen dunkler. Das sieht cool aus. Okay, ist tatsächlich noch was gesperrt. Unglaublich. Und dann ist es. Dann ist es ein Sandbox-Modus. Echt edel. Ja, machen wir das. Aber jetzt bricht die Bildrate ein bisschen ein, weil er wirklich megamäßig viel arbeitet. Ist aber normal. Wartet mal ab, wenn man erstmal die Decke abstemmt und wenn das ganze Zeug runterkommt, da ist er richtig gut am Arbeiten. Na? Lässt sich doch schon sehen. Oh, hier müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Hier bringt mir der Vorschlag aber nichts, da muss ich dezent vorgehen. Die Kanten werden hier meistens nie berücksichtigt irgendwie. Die muss man selber dann nochmal nachgehen. So. Na, das sieht doch schon mal gut aus. So, also nur noch die Decke mal ganz schnell machen und dann Anstrich für die Decke. Ja. Wie echt? So alles anstreichen hier. Der Bereich. Der Bereich. So. Um die Wände kümmere ich mich später. Muss ja eh wieder absaugen. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich zeige euch jetzt mal noch in der restlichen Zeit, die ich für euch habe. Wir gehen mal Zimmer 101.
damit kann man am besten anfangen. Uiuiui. Gut, erstmal alles in Rümpeln. So, weil viel kann man davon nicht gebrauchen. Mir ist aufgefallen, Wertsachen sind leuchten meistens schon. Aber in dem Zustand, ich mache mal die HUD aus, die könnt ihr nämlich auch abschalten. Also in dem Zustand, ich glaube nicht, dass das viel Sinn hat. Hier möchte auch keiner freiwillig drin sitzen. Ich glaube, das konnte man verkaufen. Ja. Zeigt da auch, was Müll ist und was antik ist. Und gelegentlich findet ihr ja auch nochmal ein goldenes Ei. Ah, hier, da. Bald. Das Bild ist antik. Ist Müll. So. Können wir jetzt hier richtig losholzen. Zack, zack. Weg damit. Futsch. Oh, Gardinen mag ich auch nicht. Diese alten, verfranzten Drecksdinger. Alles weg hier. Alles weg. So, Express. Badezimmer gucken wir uns gleich erstmal noch an. Die Lampe kann bleiben. Die kommt weg. Dann hole ich jetzt den Vorschlaghammer, weil der macht das hier jetzt ein bisschen schneller. Sogar Ziegel oder Keramikplatten. Die Scheibe kann man nicht kaputt machen, kann man auch nicht tauschen. Ne? Also das ist die Decke erstmal runter. So. Okay, dann haben wir es jetzt mal. Dann fangen wir mal an, hier ein bisschen durchzufegen, um dann ein bisschen. Na, komm her. Oh, dann nicht. Dann muss ich wieder. Ja, so. So. Das erste. Wir machen mal hier die. Ja. So. Gut, dann fangen wir mit dem Boden mal an. Ich weiß nicht. Andere? Nee, Grasboden ist mir ein bisschen. Kacheln ist eher für Badezimmer. Holzfußböden gehen eigentlich immer. Aber ja, Teppiche sind aber auch nicht schlecht. Mal gucken, was für Farben wir hier haben. Oh ja, Grasgrün. Komm, ja, Grasgrün. Wirkt gleich schon freundlicher. Und ich habe mir jetzt für diesen Raum was Besonderes. Achso, für die Decke müssen wir noch was machen. Ich vergesse mal die Decke. Aber die kann ja nur gestrichen werden. Grün. Nehmen wir die hier mal. Gucken, wie das aussieht. Ja, ist schon dabei. Der Bereich war auch noch nicht. Der auch noch nicht. Alles klar. So, dann kommt noch die Wände. Da hatte ich mir was überlegt. Yeah! Schönes Ding. Ich mag solche Tapetenmotive. Ich habe zwar in echt selber keins, aber das wird ein Themenraum. Sagen wir mal so. Machen wir einen Themenraum in Grün. Ein bisschen mit schönem Waldmotiv. Das ist doch was Feines.
Oh, das sieht aus wie ein Urwald. Ist das geil. Kann man eigentlich nicht mal Fenster aufmachen? Hier sind mir zu viele Staubpartikel in der Luft. So, dann haben wir das erste schon mal. Zerstörung. So, bevor wir zum Möblieren kommen, gehen wir mal aufs Klo. Oh Gott! Alter, was ist denn hier? Das ist Müll, kann man nicht verkaufen. Okay. Warum ich jetzt mit dem Platzieren der Objekte so ein bisschen warte, das liegt einfach darin, das liegt einfach daran, dass ich euch ja alles so nach und nach gleich zeigen will. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, die man bei den Objekten auch machen kann. Und da möchte ich jetzt nicht in der Thematik hin und her springen. Denke mal, habt ihr sicherlich Verständnis für. So, jetzt müssen wir nur noch reinigen. Hier greift er jetzt wieder ein, weil ich 100% habe von meinen Aufgaben. Da sagt er, okay, können wir machen. So. Mal hier noch weg. So, dann muss ich hier nur Verkleidungsarbeiten machen. Badezimmer. Dann mache ich mal Keramik. Oh, das sieht gut aus. Ups, hier ist ja noch was. Sehr schön. An der Decke können wir, wie gehabt, nur streichen. Aber auch hier habe ich. Ich wiederhole, wir haben hier das grüne Thema. Das grüne Thema. Das ist was so alles Cooles. So, hier will ich aber keinen Teppich drin haben. Weil da bleiben wir ja wenigstens ein bisschen bei dem, beim richtigen, ernsten Thema. Aber hier diese. Die Kacheln sehen noch ganz cool aus. Dieser Effekt ist cool. Fertig. So. Und jetzt sagt mir das System, was in diesen Raum reingehört. Da hat er sich ein bisschen. Was macht er jetzt, wenn ich die Tür zumache? Okay. Er bevorzugt jetzt erstmal den Raumumfang. Regnet schon wieder? Tatsächlich. Er berücksichtigt den Raumumfang, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Die Inneneinrichtung gibt er einem vor, beziehungsweise er sagt, das möchte er drin haben. Oder das ist das Minimum, was ihr drin haben solltet, um den Gast zufriedenzustellen. Ihr seht da oben so fünf lilane Sterne oder, naja, komische Symbole, das ist die Wertung des Zimmers. Das Hotel oben in der Mitte hat einen Stern. Ja. Zimmer 101, Etage 1. Ganz oben links erklärt sich alles von selber. So, und jetzt geht's hier los. Blau ist Badezimmer. Gelb ist vorwiegend alles, was wir hier machen, aber auch das unterteilt sich in Lampen, Wanddekos. Ihr seht, es ist eine Fülle an Material drinne und zum Release sollte wohl auch noch mal ein bisschen nachkommen. Ihr habt so viel Kram, es ist einfach unglaublich. Fangen wir einfach an mit oben der Liste zum Abarbeiten. Dann gibt es verschiedene Typen von Betten. Wir sehen das ja hier jetzt gerade. Mir sind einige schon bereits freigeschaltet, einige noch nicht. Dafür fehlt der Hotelrang. Ne, also das heißt, 2 Sterne wäre jetzt optimal für. Da ich aber eigentlich gerne nur Räume mit Doppelbetten mache, nehmen wir mal das hier. Oder nehmen wir das hier. Obwohl, das sieht so megamäßig groß aus. Gut. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit. Ihr seht übrigens unten da auch die Symbole. Die Einflusswerte, 2 Sterne gibt es für dieses Bett, wenn ich das Bett nutze. Und ganz unten seht ihr schwach die Leiste.
die dann ansteigt für die Bewertung des Zimmers sozusagen. Und diese 5-Sterne-Wertung oben links gilt ja für das Zimmer. Fließt aber in die Gesamtwertung für das Hotel mit ein. Ach komm, wir nehmen das hier. Das ist rustikal. Eine Besonderheit neben den Drehen ist das Bearbeiten. Ihr könnt tatsächlich die Betten, also jedes Objekt könnt ihr nochmal separat bearbeiten. Ja, ihr könnt hier die Muster aussuchen. Schmetterlinge passen mit dem Wald zusammen. Verschiedene Farben. Muster. Das ist eigentlich ein Paradies für jemand, der sich hier megamäßig austoben möchte. Oh Gott! Was ist das für eine Farbe? Hier, wir machen hier ganz schlicht. So. Jetzt habe ich ihn platziert. Gucke, hier würde ich durch dran vorbeigehen. Hier passt auch. Dann möchte er zunächst das Ablagefächer. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Ja, stellen wir mal hier einen Gang rein. Auch hier können wir jetzt das Holz bearbeiten. Alles nicht das Richtige. Weiß würde gar nicht reinpassen. Die Maserung gefällt mir. Also ein bisschen. Ja, sowas ist gut. So, mal gucken, was wir hier noch so Schweines nehmen. Oh, das ist schnick. So, wenn ich jetzt natürlich merke, okay, das Objekt, das sagt mir jetzt nicht so direkt zu. Ich kann es auch anklicken und nochmal nachträglich bearbeiten. Also ihr müsst eure Entscheidung nicht sofort treffen. Ihr könnt das Bearbeiten noch nachträglich machen. So. Platziert ist ja halt hier und zack, passt es. So, ich wollte so eine Art einen kleinen Raumteiler. Noch einen Tisch. Tischchen. Gucken wir an, was wir so haben. Ist mehr als in einem Story-Modus. Im Story-Modus hat man am Anfang nicht allzu viel. Das ist schön. Mit die Maserung. Zwei Stühle. Die gefällt mir auch schon. Oh ja, das ist schön. Das ist schön. So, ein schönes Sofa. Kommt da schön in die Ecke rein. Mal gucken, was da noch so für Teil. Oh, das ist cool. Schönes Ecksofa. Da kann man sich schön lang drauf machen. Das ist noch besser. Nehmen wir das. Mal gucken, ob wir das auch in der Farbe kriegen, die ich gerne haben möchte. Schaut euch mal die Polster an. Das ist der Hammer. Oh, genau. Das ist das, was ich brauche. Oder das hier. Das sind ganz coole Varianten. Samantha, 28 Varianten. Nur allein die Form. Wir sind noch nicht mal bei den Farben. So, jetzt brauche ich noch was Grünes. Zumindest was dezent Grünes und nicht sowas Abgeflipptes. Ja, sowas ist schön. Das ist doch was Feines. So. So, dann setzen wir das hier mal rüber. Ich schiebe den noch ein Stück rüber. So. Ich glaube, die wollen noch ein... Die wollen bestimmt noch einen Fernseher reinhaben. Hatte ich zumindest beim letzten Mal. So. Was haben wir denn da? Ja.
Nee. Auch schlecht. Alles schlecht. Platzieren wir. Es ist auch blöd, wenn man es hier neben platziert. Hier ist Stolpergefahr. Auch blöd. Na, dann platzieren wir es hierher. Jetzt wollen sie noch eine Couch haben. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Eine passende Couch dazu. Ich glaube, das wäre die hier vielleicht. Hier war doch irgendwo, das ist doch dieselbe Farbart wie hier, aber ist nicht so einfach gerade irgendwie. Kommt er hierher. So. Dann wollen sie noch einen großen Schrank. Sollten wir haben. Die Schränke buxiere ich meistens immer hierher. Dann können sie auch ein bisschen größer sein. Ich meine, der Gast möchte ja auch ordentlich Stauraum haben. Was soll er auch mit so einem kleinen Ding anfangen? Das ist ja auch wieder Banane. Ich habe doch hier den. Ja, genau das Ding hier. Das nehmen wir. Gucken. Ja, schönes dunkles Holz, das ist cool. Jetzt kommen wir zu den Regalen. Aber da gibt es echt viele Varianten. Das gefällt mir. Das ist schön. So, das ist jetzt die Grundausstattung, die mir das Spiel empfiehlt. Wir gehen jetzt zu den Sanitäranlagen. Da sagt er mir klipp und klar, es soll auf jeden Fall noch ein Wasch, ja, noch eine Badewanne hin. Das ist übrigens die beste Badewanne, wie ich finde, von allen. Einige sagen mir überhaupt nichts, obwohl die ist auch noch optimal. Mal gucken, was man dann. Ah, hier, dieser Spiegeleffekt, der ist total cool. Und den kann man auch noch in verschiedenen Farben tönen. So, dann kommt da die Badewanne hin. Die Toilette. Auch hier kann man sie wieder bearbeiten. Also es gibt hier kein Objekt, was ihr nicht bearbeiten könnt. Also so mal. So am Rande. Es ist echt alles vorhanden. So. Toilettenpapier. Dafür ist, glaube ich, das Klo ein bisschen weit weg, finde ich. So. Objekte. Handtuchhalter. Das ist aber eher fürs. Die Accessoires hier, die haben natürlich auch die Bewandtnis, dass man, je mehr man verbaut, desto höher wird das Rating für das Zimmer. Also man kann nur profitieren, wenn man mehr reinbaut. Allerdings seht ihr schon, dass dieses Zimmer schon fast 20.000 verschluckt hat. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, wie viel man da jetzt reinsetzt. Dunkles Holz. Ja. Dann nehmen wir das hier. So, die kleine Anrichte dort.
So, ein Waschbecken soll noch her. Ja, die Höhe bestimme ich übrigens auch mal selber. Da muss man halt mal gucken. Also hier so direkt auf Augenhöhe nicht, aber wenn das Waschbecken auf der Höhe ist, kann man das nehmen. Das finde ich nice. In einem leicht dunklen Ton. Ja. So kann man das machen. So, jetzt will er, dass ich noch ein paar Accessoires hinzupacke. Hier packen wir noch einen schönen Spiegel hin. Dann kann man hier dem Gast noch eine Tasse, Desinfektionsflüssigkeit, Schaumbad. Kann man auch da hinstellen, das geht auch. Oder ihr könnt es auch direkt hier auf die... Drei Rollen Klopapier wird ja wohl reichen. So. Zahnpasta. Zahnbürste. Alles Annehmlichkeiten in meinem Hotel hier. So. Dann nochmal ein Handtuch. Oh, der Mülleimer. Ja, den braucht man natürlich. Herrenduft. Flasche. Zahnputzbecher. Ja gut, dann packen wir hier nochmal einen Zahnputzbecher dazu. Klobürste. Sicher, natürlich. Seife. Dafür gibt es den Seifenspender. Der war hier auch irgendwo. Und dann... Da ist er. Kommt hierher. Und dann kann man die Seife da reinlegen. Funktioniert auch übrigens... Zum Großteil super, das Placement. Ihr könnt natürlich die Sachen, Objekte auch wieder hinnehmen. Übrigens, so sehen die Duschen mal aus. Im Einzelspieler gibt es nicht so viele Duschen. Ist natürlich schwer, euch das jetzt direkt zu zeigen, aber... Sind ein paar nette dabei. So. Dekoratives Design. Okay, wir haben hier auch keine Lampe drin, also fangen wir damit schon mal an. Gehen wir jetzt zu den Lampen. So. Ich finde diese Lampe total gut. Damit ist das Klo für mich schon mal abgewandelt. Hier haben wir jetzt noch diese alten Dinger. Die können aber auch bleiben. Das kann auch bleiben. Das Einzige, was ich gerne noch platzieren möchte, ist so einen netten Seitenlampen. Gerade hier über dem Bett. Ist ja nicht akkurat, ey, echt. Leute. Ja. So, dann will das Programm noch ein paar Dekorationen. Ich finde diese Pflanze zum Beispiel ganz cool. Oh, es gibt ganz viele, also. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Man kann sie übrigens auch an die Fensterbank stellen. Wenn sie groß genug sind oder klein genug sind. Was war das denn bitte? Ein bisschen weiter rein. Na, okay. So, jetzt. Noch ein paar Bilder oder irgendwas, was man aufhängen kann. Übrigens auch ganz nett hier Schalldämmungsplatten. Das ist auch eine ganz coole Sache. So. Hier kann man nur bei manchen die Bilder bearbeiten.
Ja, das sieht nett aus. Licht und Schatten funktioniert auch ganz gut. Lichteffekte, seht ihr? Hier war doch irgendwo noch frei. Ja. Details sehen übrigens auch sehr schön aus. Also kann man nichts gegen sagen. Qualitativ auf jeden Fall schon ein Ausrufungszeichen bei dem Spiel. Muss man neidlos anerkennen. Wie gesagt, gibt es da nicht diese zwei, drei elementaren Fehler, die zurzeit noch drin sind, wo ich hoffe, dass sie mit dem Major-Patch beseitigt werden. Das wäre so geil, wenn das der Fall wäre. So, noch ein bisschen was Abstraktes. Ja, irgendwas muss man ja irgendwo hinstellen. Hier haben wir mal ein kleines Körbchen zum Aufbewahren. Messer und Gabel und Teller gibt es übrigens auch hier. Also kann man, muss man eigentlich nicht. Vor allen Dingen, weil ein Küchenfeature hier nicht vorhanden ist. Ja, hier sind wir bei Keksdosen. Also Keksdosen kann man gut auch haben zum Aufbewahren. Hier Teller, Tassen. Ich denke auch eher, diese Sachen gehen in Richtung unten Küche, Restaurant. Denn da könnt ihr nämlich auch noch basteln. Das hat aber hiermit nichts zu tun jetzt mit dem gesamten abstrakte Kunst. Glasvase, Vasen, Kerzen. Ja, und Sachen, die erst ab nächsten... geil. Aquarium. Hammer. Okay, den habe ich im Solo-Spiel noch nicht gefunden. So, eine Kuriosität muss ich noch verbauen. Dann stelle ich die da mal oben hin. Sind wir hiermit fertig? Was haben wir noch? Lampen! Standlampen. Ist klar. Ihr seht, ich komme aus dem Placement gar nicht mehr raus hier. Ja. Die macht sich hier ganz gut. Übrigens auch bearbeiten, was die Lichtfarbe angeht. Finde ich sehr interessant. Oh, Spiegel. Spiegel. Ganz, ganz, ganz wichtig. War ein bisschen zu hoch, finde ich. So, wenn man mal ausgehen will oder so, dann will man ja sich mal ganz kurz im Spiegel betrachten. Das ist ganz wichtig. So, da haben wir das alles. Hier ist übrigens Technologie. Schöner Fernseher. DVD-Spieler. So ein Retro-Teil, das ist auch bestimmt geil hier. Jawohl. Das können wir den. Hier. Jetzt geht's los. Großfernseher. Gewölbter Fernseher. Das ist Flachbild. Ah, Flachbildfernseher. Ja, den hätte man eigentlich da hinten platzieren können. Aber wahrscheinlich ist er auch zu klein auf die Distanz. Dann gibt es hier noch ein Stativ mit Fotoapparat, Riesenboxen. Oh. Kleinen Lautsprecher für die Anlage, die können hier rein. So. Es gibt auch übrigens Party-Themen. Also die Entwickler haben sich echt vieles einfallen lassen hier. Geschenke und Valentinstag, Stoff-Teddys und was weiß ich nicht alles. Die kann man aber nicht bearbeiten. Dann gibt es noch Sticker für die Wände. Auch eine ganze Vielzahl, die man nutzen kann. Besonderes. Dann kommen wir wieder hier zur Filmtechnik. Rein theoretisch alles, was man für unten fürs Foyer brauchen könnte. Okay, das wahrscheinlich nicht, aber verschiedene Schreibtische. Auch ganz cool. Bar. Ja, ihr seht, es ist richtig, richtig vollgestopft, das Spiel mit Umfang, also so dass euch da eigentlich nicht wirklich langweilig wird. Ach, eine Deckenlampe fehlt mir noch. Okay, dann. Ich meine, der Raum ist schon gut ausgeleuchtet.
Aha, so. Halte Space, um abzuschließen. Jetzt funktioniert's. Wow. Im Solo hat's nicht funktioniert. Jetzt hat's funktioniert. Finde ich gut. Oh, sogar vor und nachher Bilder. Das ist cool. Ja. Ja, Mensch, Leute. Seht ihr das mal an? Das ist ein Unterschied, oder? Oh, da kommt der erste Gast. Alles klar. Das Zimmer kann reserviert werden. Tägliche Einnahmen 275. Ja, dann, ja, gutes Nächtle. Ja, und damit nehmen wir schon, nehme ich jetzt das erste Mal ein bisschen Geld ein. Das Fatale an meinem Spielstand vom Story-Modus ist da das Problem, dass ich die Tür zugemacht habe beim Renovieren. Und er lässt mich nicht raus, solange ich nicht den Renovierungsauftrag, den Auftrag abgeschlossen habe, also halt Space gedrückt halte, wie eben gerade. Das funktioniert aber nicht in meinem Solo. Und damit hat er mich eingeschlossen. Ich komme nicht aus dem Raum raus und kann nichts weiter machen. Und das ist das Problem, was ich momentan im Story-Modus habe, wo ich hoffe, dass es gefixt wird. Und andere haben das Problem leider auch zum Teil. Deswegen, das ist das einzige große Manko momentan. Sonst bin ich eigentlich von dem Spiel sehr positiv überrascht. Es gibt jetzt auch ein Feature, was ich euch jetzt bisher noch nicht gezeigt habe, und zwar das Tablet. Das Tablet im Story-Modus hat es höchstwahrscheinlich ein, zwei Modi mehr. Wie gesagt, im Story-Modus kam ich noch nicht voran, weil ich da in dem Modus fest im Zimmer festhänge, nicht rauskomme und ich auch nicht die Renovation abschließen kann, wie hier. Mit dem Journal seht ihr eure Ziele. Bei Zeichen sind dann so Hinweise. Es gibt auch so Zwischenquests, wo zum Beispiel ein Hausgast sein Portemonnaie vergessen hat. Dann müsst ihr das suchen oder in einer bestimmten Zeit mit Belohnung. Oder ihr findet es irgendwann mal so, könnt es auch so zurückgeben und bekommt dann eine Belohnung, wenn ihr das macht. Dann gibt es noch goldene Eier zu suchen und es gibt noch weitere Sammlerstücke. Die Buchung und die Bewertung des Gastes. Sauberkeit 10. Ne? Und weitere Tipps, das gibt es auch. Im Story-Modus, wo ihr rangeführt werdet an die Thematik, gibt es deutlich mehr von diesen Funktionsanzeigen, Hilfen, Fertigkeiten. Ihr könnt im Laufe eurer Spielzeit, könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern. Wie hier zum Beispiel Dynamit. Eine besondere Sprengstoff, die alle Ausstattung und Verkleidung im Zimmer ohne bauliche Schäden beseitigt. Sei vorsichtig damit. Reinigungsmittel zum Reinigen. Dann profitable Zerstörung. Also ein paar besondere Funktionen. So, dann kommen wir hier jetzt auf die eigentliche Übersicht für jeden Hotelier. Zur Verfügung stehen aktuell 3 Etagen. So, ich habe mir aber sagen lassen, neues Geschoss hinzufügen. Ihr könnt die Geschosse noch weiter erweitern, wenn ihr später mehr Geld einnimmt. Um weitere Zimmer, um ein Studio. Ich schließe euch in der zweiten Etage ab und spare genug Geld. Genau. Dann könnt ihr oben ein Studio aufbauen und Villen, das ist die oberste Etage des Hotels. Was schade ist und was bereits schon die ersten in den Diskussionen geschrieben haben, ist, dass das Spiel nach hinten raus nur diesen Umfang beinhaltet. Ihr habt keine weiteren Häuser zur Verfügung. Okay, bis man erstmal diese Menge an Zimmern, ihr seht ja hier, die sind alle noch gar nicht fertig. Ne, Zimmer, bis 8 Zimmer müssen ausgestattet werden, dann ist die erste Etage erst fertig. Das ist Etage 2, Etage 3, Erdgeschoss, Foyer plus Restaurant. Bis ihr das Hotel auf Vordermann gebracht habt, das dauert schon ein bisschen. Da werdet ihr schon ein bisschen spielen können, eine gewisse Zeit. Und ihr müsst euch natürlich um die Zimmer noch kümmern. Ne? Das ist ja nicht so, dass man jetzt hier gleich übernimmt. Ich möchte mal die Frau noch mal kurz stören und euch noch ein cooles Feature zum Schluss zeigen. Wir nehmen jetzt mal einen Staubsauger. Also es macht keinen Unterschied, ob ihr jetzt den Besen nehmt oder einen Staubsauger. Wenn ihr jetzt reingeht und Sachen sauber machen wollt, wovon das Reinigungsfeature hier abhängt. Da werden die Objekte nach oben gestellt, sodass ihr auch schön durchsaugen könnt. Ist das geil oder ist das geil? Das ist so cool.
Ne, die verschwinden nicht, die gehen einfach nur nach oben. Finde ich einfach nur cool. Okay, jetzt lassen wir es aber mal in Ruhe, bevor ich noch Ärger kriege. So, dann fahren wir einen runter. Die Entwickler haben bereits schon geschrieben, dass, wenn man hier auf dem Fahrstuhl nur drei Etagen sieht. Aber, wie gesagt, oben die Erweiterung um drei nochmal. Man überlegt. Zurzeit sind sie der Meinung, das reicht erstmal. Mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Hier hinten haben wir noch was ganz Besonderes, und zwar unser Restaurant. Sieht genauso schlimm aus wie die anderen Bereiche, und ja, es wird auch an mir liegen, dieses Restaurant wieder auf Vordermann zu bringen, damit die Gäste hier auch schön was essen können. Zurzeit leider out of order. Die Rezeption müsste auch repariert werden. Hier, die Qualität. Da muss ich mich aber nochmal reinfuchsen, wie wir das machen. Kann ich hier in den Objekten eigentlich noch was machen? Nee. Achso, und hinter dieser Tür, ganz gruselig, haben wir hier den Keller. Hier verstecken sich natürlich auch noch Schätze. Und ein bisschen scary hier unten. Ein bisschen unheimlich. Hier kommen wir nicht raus. Und dann wieder. Hier ist übrigens ein goldenes Ei. Das hat er jetzt hier reingestellt. Naja. Ups. Da wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier eigentlich. Joa. Das wäre es erstmal soweit. Wie gesagt, der Gast bleibt jetzt halt eine gewisse Zeit. Je nachdem, wie lange er gebucht hat. So wie ich das gesehen habe, hat er nur eine Nacht gebucht. Hat sie nur eine Nacht gebucht, Entschuldigung. Sauberkeit 300 pro Tag. 4 Tage. In 4 Tagen zeigt dir, wie lange dein Gast das Zimmer belegen wird. Nach diesem Zimmer ist das Zimmer schmutzig. Und dann geht's los. Wir müssen es sauber machen, gegebenenfalls renovieren. Und ja, dann wieder neu freigeben für die nächsten Gäste. Das war meine kleine, klein ist gut, mein Vorstellungsvideo zum Hotel Renovator von True Horizons. Release ist der 7. März 2023 auf Steam. Das Spiel erscheint als Full-Release-Titel. Ja, erste Impressionen, überwältigend, finde ich cool. Ich finde die ganzen vielen Möglichkeiten extrem genial. Ja, sicher, hier gibt es ein bisschen Kantenflimmern. Da gibt es... Looks like someone's having a party in one of our rooms. They're being far too loud. Several guests complained already. Go find those party animals and quiet them down. ja. Seht ihr? Noch so ein kleines Zwischenfeature hier. Auch nicht schlecht. Gut, da ich ja nur einen Gast habe. Hä? Wo kommt der zweite Gast her? Die Zimmer sind doch gar nicht vermietet. Was geht hier ab? Wenn die jetzt gerade reinkommt, wer hat hier Party gemacht? Oh jo, Leute. Das ist einfach nur cool. Also. Ja, soviel zum Thema das Spiel. Es gibt halt noch so Zwischensituationen, die ihr machen könnt. Es gibt hier und da ein paar kleine Fehler. Der größte Fehler ist halt noch diese Speicherstandgeschichte mit dem Nicht-Abschließen des Raumes. Wir haben jetzt gesehen, wie es funktioniert mit Vorher-Nachher-Bildern. In meinem Story-Modus hoffe ich, dass ich ziemlich nichts weiterkomme. Und es gibt dazu natürlich noch einen Testartikel auf eprison.de, wird ja demnächst auch verfügbar sein. Und ich hoffe mal, dass ich bis dahin halt im Singleplayer noch ein bisschen, dass der Fehler da weg ist. Oder vielleicht muss ich wahrscheinlich neu starten, keine Ahnung. In diesem Sinne, das war Hotel Renovator von mir, euren Gamer Bauch, als kleine Vorstellung. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Bye, bye.